Freunde, was eine letzte Folge. Das hat doch wunderbar funktioniert mit dem Stahl-Arena-Leiter. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Luminescent Platinum. Wir sind immer noch in Pastoria? Hieß das Ding Pastoria? Ich weiß nicht mehr. Oder nee, die Stadt hieß anders, ne? Die Stadt ist anders. Pastoria war die Wasser-Arena, glaube ich, ne? Ja, Canal City. Genau, da sind wir. Und wir haben ein echt cooles Team, mit dem wir einiges geschafft haben in der letzten Folge. So, jetzt gehen wir aber zu Basti. Boah, du bist viel zu langsam, Digga. Wir haben einen richtigen Notfall hier. Komm mit. Digga, ist der rückwärts in die... Was ein Creep, Alter. Okay. Und dann rein geht's. Alright. Ja, jetzt stehen uns echt harte Kämpfe bevor, denn Team Galactic ist wieder am Start. Ne? Zumindest glaube ich, dass es nächstens an den See geht, den wir ja mehr oder weniger übersprungen haben. Oh, komm, Sefi, schnell! Wir haben ein Riesenproblem! Okay, Opa! Sag Sefi, was ansteht gerade? Okay. Sefi, wir haben ein kleines Problem. Also ich meine, abseits davon, dass du die beiden anderen auf Social Media gar nicht pusht und somit die Cross-Promo nicht wirklich funktioniert. Sehr enttäuschend von dir, was ich erfahren habe. Haben wir noch ein anderes Problem und zwar, die Kleine hier neben mir hat eine Twitch-Bahn kassiert. Ja, ganze 3 Tage kann sie sich jetzt nicht mehr auf Twitch zeigen, weil sie ihr OnlyFans promotet hat. Du weißt, sie hat sich so einen Glasstuhl gekauft und sich draufgesetzt mit einem Stringtanga. Das ist die neue Meta auf Twitch. Bringt am meisten Geld, du verstehst. Subs, Donations, alles. Oh Mann, und was machen wir jetzt? Sie war unsere größte Einnahmequelle. Wie refinanzieren wir denn die ganze Werbung? Tja, es ist ja nur für 3 Tage, aber wir müssen uns eine Strategie ausdenken, denn, naja, wir werden einfach wieder gebannt werden, wenn wir so weitermachen, nicht wahr? Wir müssen also die Schriften studieren, die Twitch Terms of Services, kurz gesagt TOS, und Lücken finden. Und dann werden wir uns ein Imperium aufbauen und so viel Geld scheffeln wie nur möglich. Damit wir nicht nur bekannt, sondern auch reich werden. Na, bist du bereit, deine Arschbacken wieder zu spreizen? Oh ja! Dann hätten wir das Problem hier beseitigt. Also, lest die ganzen Bücher hier in der Bibliothek und versucht die TOS zu finden. Und wenn ihr sie gefunden habt, werden wir gucken, wie wir Twitch weiter auf der Nase rumtanzen können. Oh yeah, lass uns einfach irgendwelche coolen Lücken finden und das ausnutzen. Und dann werden wir einfach reich. Was war das? War das etwa ein Shitstorm? Oh. Sefi, komm mit, wir brauchen dich. War klar, dass sie dann wieder mich brauchen, wenn es um solche Dinge geht. Wow, was ein Rumoren. Das war das Internet und seine Wut. Hey, seid ihr diese dummen Influencer, die für alles mögliche Werbung machen? Und diese OnlyFans-Kotz-Kackbratze? Puh, ich hasse euch. Verpisst euch aus dem Internet, löscht euch! Wow, damit war ich ja noch nie konfrontiert. War das ein sogenannter Hater? Das ist nicht gut. Wir verlieren unser Ansehen und unseren Status. Sefi, du musst es schaffen, dass wir wieder auf die gute Seite von YouTube kommen. Du weißt, die Helle, da, wo die ganzen Leute beliebt sind und wo niemand deren Taten hinterfragt. Wir können uns auf keinen Fall irgendwie mit ApoRed und Konsorten auf der gleichen Seite wiederfinden. Denn dann ist unsere Karriere zu Ende.
Sieh, wie schlongig. Ich werde dich dann auch auf meinem OnlyFans verlinken, okay? Ihr widert mich an. So, Freunde, jawohl. Wir gehen weiter. Ja, es ist soweit. Wir gehen endlich zum See, da wo wir jetzt schon zwei, dreimal vorbeigegangen sind. Und, werden einen weiteren bösen Kampf haben gegen irgendjemanden von Team Fucking Galactic. So. Ehrlich gesagt würde ich aber noch die Feurio-Hütte gerne mitnehmen. Weil wir da noch einen Counter haben, nicht wahr? Machen wir das? Ja, komm, wir machen das zuerst. Wir machen zuerst den Feurio-Encounter. Zum Glück können wir ja mittlerweile dahin fliegen. Dementsprechend sollte das gar kein Problem sein. Ich muss sie nur finden. Das ist das Problem. Ich habe den Astrainer nicht gesehen. Tja, der war sehr gut getarnt mit seinen grünen Haaren. Oh, shit. Okay, aber wir sind overlevelt, oder? Das sollte gar kein Problem für uns darstellen. Ich bin viel zu hoch mit meinen KP. Ja, easy, Digga. So, und du bist außerdem eine Fee. Warte mal, warum ist es nur neutral? Why is that only neutral? Oh mein Gott, Alter. Okay. Was resistiert? Was resistiert Stahl? Stahl wird von Feuer resistiert und von was? Von Wasser. Und May vom Boden? Nee, vom Boden nicht. Stein wird vom Boden. Aber warum? Oder hat das etwa gar kein. Hat das den gleichen. Ich bin so verwirrt. Ich bin einfach verwirrt. Okay. Vielleicht. Das Ding scheint einfach den gleichen Typen zu haben, ha? Huh? Das Ding scheint einfach den gleichen Typen zu haben. Na gut. So, da kommt Leafblade. Ja, Blaze Kick, ne? Batz. Und das reicht nicht. Ja, ich glaube, das Ding hat immer noch den gleichen Typen, aber hat einfach Feenattacken. In dem Spiel. Ja. Das hat keine Typenveränderung. So, jetzt haben wir Tarnsteine gelegt. Lopunny, du bist schneller als... ich bin 8 Level über dir, Bro. Ja, goodbye. 8 Level über dir, Bro. Ansonsten hätte ich jetzt rausgewechselt, weil Lopunny mit einem High Jump Kick uns umbringen würde, weil die hat auch Adaptability und ich glaube, die hat den Kampftypen in dem Spiel. Grimjaw wäre hier der Play, ne? Grimjaw wär's. So, okay, Gardevoir, ja, Medium Ash, please don't miss, danke. Bah! Und das war's, oder? Oder hat er noch einen? Nidoqueen. Okay, dann gehen wir zum Beutelstäubel. Mann, Digga, in den Kampf wollte ich gar nicht verwickelt werden jetzt. Ey, aber diese Astrainer wären saugefährlich geworden. Ja, well. Wenn ich durchkomme, bist du eh tot. Die wären saugefährlich geworden, die Arschgeigen. Ehrlich gesagt, Toxic Spikes... Wir haben zwei Stahl-Pokémon, zwei Pokémon mit Schwebe und ein Giftmon. Alter, wir werden von Toxic Spikes jucken uns gar nicht, ja? Damn, und Spikes auch nicht. Die beiden Arztrainer wären wahrscheinlich gefährlich geworden, ne? Hätten wir... Ja, ich habe die halt legit nicht gesehen, ne? Die passt sich so gut in das Umfeld hier ein. Ja. Zum Glück sind wir jetzt schon hier durch. Na gut. Die Feurio-Hütte war aber irgendwo im Wasser.
Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht von all den Trainern hops genommen werden. 120. Okay, da ist einfach der Durchgang. Da kommen wir aber gar nicht weiter. Hä, bin ich lost? Das ist doch die Feurio-Hütte, oder nicht? Muss ich unten lang? Nee, unten ist eine Sackgasse. Da war ich aber auch schon. Hä, wo ist denn die Feurio-Hütte, bitte? Hä? Okay, hier rechts ist die Sackgasse, von der wir es gerade hatten. Da ist keine Hütte. Ist hier eine Hütte? Das könnte sein. Okay, ja, komm, wir töten die kurz. Wir töten den kurz, den Bruder. Ja, wir hätten auch oben lang können, ne? Und da hätten wir nicht kämpfen müssen. Mann, Alter, wo ist denn jetzt die Feurio-Hütte? Bin ich so lost? Alter, was für eine coole Animation. Feurio-Hütte. Poke-Wiki. So. Feurio-Hütte, ein Gebäude in der Sinnoh-Region. Sie kann nur über Route 205 mit Hilfe von Surfer erreicht werden. Oh, Moment. Bin ich ganz falsch? Ich glaube, ich bin ganz falsch, ha? Oh mein Gott, ich bin komplett falsch. Ich glaube, ich bin komplett falsch. Naja, egal, dann haben wir jetzt das Power-Herb noch bekommen. Ist hier unten? Ne, hier unten ist gar nichts mehr. Okay. Ah, okay, 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 okay. Das ist nicht hier, das ist da oben. Das ist die Feurio-Hütte. Okay, na gut, dann... Fliegen wir mal schnell dahin. Weil, ey, sobald wir sie erreichen können, gibt es da vielleicht ein paar geile Dinge. Ah. Oh, wait a minute. Hier gibt es ja noch einen Encounter, aber nur... Oh! Es ist Donnerstag. Warum ist das Ding hier? Okay. Digga, ich sag dir, ich werde das Ding nicht schwächen. Ich werde das Ding nicht schwächen können. Scheiß drauf. So, nehmen wir mit. Ich dachte, der kommt am Freitag, aber der ist scheinbar auch am Donnerstag hier. Interessant. Das finde ich übrigens schade, dass es in den neueren Spielen keine solchen Events mehr gibt, ne? Erinnert ihr euch in der zweiten Gen an das Lapras, was immer nur am Freitag in der Höhle anzutreffen war und so? Ne? Oder Driftlon hier. Es ist, ich mag sowas mega gerne, wenn die einfach nur an gewissen Tagen da sind. Ist zwar ein bisschen nervig, wenn man sie fangen will und so, aber irgendwie hat es was. Dafür gibt es jetzt andere Dinge, aber sowas dürften die gerne mal wieder machen. So, geht's hier lang oder? Lol. Ich habe einfach Shockwave verpasst. Welp, jetzt brauche ich die nicht mehr. Oh mein Gott, Donnerblitz wäre hier gewesen die ganze Zeit. God damn it. Ja, jetzt brauche ich die nicht. Fuck. Well, ich warte mal. Ich glaube, das hätten wir aber auch erst. Was ist das? Einfach so ein Stück Land. Um fair zu sein, glaube ich, hat man Surfer, glaube ich, erst nach dem Wasser-Arena-Leiter bekommen, ne? Und da hätten wir Donnerblitz gebraucht, aber it is what it is. Okay, hier lang geht's? Genau, ja, guck mal, so ein verstecktes Flüsschen. Was ist hier? Ah, das ist die Route. Okay, never mind, alles gut. Genau, dem Fluss entlang. Da, Fuego Ironworks. Okay, jetzt ist die Frage, will ich außen einen Encounter oder will ich innen? Oder kriegen wir beides?
Das sind wieder so ganz weirde Beeren, ne? Nehmen wir mal mit. Vielleicht bringt es was. Und hier geht's zurück. Okay. Fuego Ironworks, Home Molten Foundries. Okay. Boah, das ist ja schwierig, ne? Das ist jetzt tatsächlich schwierig. Ob wir innen in den Counter wollen oder außen. Außen gibt's halt auch coole Pokémon, aber innen wahrscheinlich mehr so die Feuerviecher und so, ne? Okay, aber auf jeden Fall können wir hier noch richtig gute Items snacken, probably. Wobei, den Magmarisierer haben wir eigentlich schon. Was könnte hier drin sein, was uns interessieren könnte? Guck weg. Guck jetzt weg, du dumme Sau! Okay, danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Redshot. Ich muss übrigens noch ein Ich muss noch ein Quillfish finden, weil das gehört auch noch zu einer Wunschmission. Ne, wir wollen auch mal diese Wunschmissionen beenden. Oh je, Digga. Ich habe das Gefühl, das wird wieder mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ich mir es wünsche, ha? Huh? Ah, scheiße. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, gehen wir mal hier lang. Bitte fuck mich nicht ab jetzt. Na, okay, wir kommen nicht zum Item. Aber wir kommen zu dem. Okay, hier gibt es aber nur Scherben und so einen Schmutzer. Okay, ja, wow. Den Shit hätten wir uns auch sparen können. Aber es muss doch noch irgendwas geben, oder nicht? Okay, wir kommen hier eh nur wieder hierhin. Das heißt, wir müssen hier lang. Da geht's aber raus. Das bedeutet, das ist der einzige Weg. Nee, das ist der einzige Weg da oben. Scheiße. Digga! Fuck. Guck weg, bitte. Oh, Mann, lass mich doch durch jetzt. Ich bin eh viel zu hoch für dich. Ich bin viel zu krass. Bruder, glaub mir. Verwend deinen goldenen Schraubendreher da drauf. Bro, kannst du jetzt weggucken? Du dumme Kuh? Hallo? Oh, okay, dann verprügel ich dich halt, Mann, weil... Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, Digga, was ist das denn? Den ganzen direkt hinter dir in den Ofen knallen. Was ist eigentlich mit dem Ofen? What the fuck? Was ist... Oh, der Ofen ist, glaube ich, krank. Ja, Bruder, 10 Level drunter. Get out of here. Alter, was ist mit dem Ofen? What the fuck? Ey, Mann, wie viele Viecher hast du denn? Ja, der wird halt überleben, ne? Weil er halt ein fucking Machamp ist. So, tschüss. Ich wollte doch nur kurz rein, raus. Hier an der Stelle. Okay. Ach, ich bin so dumm, ne? Ich bin so dumm. Egal, jetzt habe ich den bekämpft. Jetzt kann ich hier immer durch. Ist egal. Spielt keine Rolle. So, den hier. Okay. Gut. Jetzt kann ich...
vergessen. Den habe ich ja nicht bekämpft. Okay, du hast die Magnetilo-Reihe. Lass mich raten, jeder von deinen dreckigen Viechern hat die Robustheit? Rat mal. Ja, wir haben leider auf keinem einzigen Mon. Moldbreaker. Bah! Ins Auge. Alter, stellt euch vor, einfach mal so ein Fersentritt ins Auge. Nochmal Magnemite. Aha, okay. Oh, keine Robustheit. Das ist nett. Aber wo bleibt Magneton und Magnezone? Stalos. Okay, das ist random. Ja, aber der Bruder hat natürlich dann wieder Sturdy. Was eine Zeitverschwendung, diese Trainer, Alter. The fuck out of here. Okay, jetzt muss ich aber wenigstens nicht mehr rumschleichen. Belly Drum, nee, danke. Nee. Wisst ihr noch damals in XY, als man Glurak X mit Belly Drum gespielt hat? Alter, war das scary. So, da geht's aber einfach raus, ne? Genau, und hier lang geht's, glaube ich, auch nur in eine Richtung. Ah, never mind. Feuerstein, okay, ja. So. Oh mein Gott, Digga. Okay. Na gut, dann ist das das Einzige, was ich jetzt machen kann. Oh Mann, ey. Ja, es ist die Mitte. Es ist nicht die Mitte. Bruder, diese Rätsel. Okay, unten geht nach oben, dann wieder da rein einfach. Das wollen wir nicht. Okay, es muss oben sein. Und es ist oben. Rock Incense. Okay. Da geht's dann einfach wieder da rein, ne? Okay, und bei dem, wenn wir den weghauen, kommen wir in die Mitte. Okay. Oh Mann, das ist so unnötig. Wir haben keine guten Items gefunden und müssen gegen lauter Noobs kämpfen. Naja, egal. Wenigstens haben wir das Gebiet hier noch gezeigt. Keiner. Okay. Grimjaw, it is. Grimjaw kommt rein. Grimjaw macht tot. Makago. Perfekt. Vierfach Schwäche gegen Boden. Earth Power, Life Orb, Sheer Force, Stab boosted. Das hätte wahrscheinlich dreimal gekillt. Oder fünfmal, weil das Ding hat, glaube ich, echt scheiß Spätzdef-Werte. So, Rapidash, we don't care. Und tschüss. Ja, Nidoking ist so cool. Haben wir in der Arena tatsächlich gar nicht gebraucht, ne? Aber ey,
Wir waren gut vorbereitet. Man kann mir nicht nachsagen, dass ich nicht gut prepared wäre. Oh mein Gott, hier war der Flamethrower. Okay, never mind. Jetzt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Hier war der fucking Flammenwurf. Okay, Donnerblitz und Flammenwurf. Sehr gut. Ja, den hätte ich auch vor der Stahlarena haben wollen, ne? Naja, egal. Jetzt haben wir's. Ist Flammenwurf so gegen Eis-Pokémon, gegen Eis-Pokémon, weil gegen Stahl haben wir Boden, gegen Pflanze haben wir Sludge Bomb. Ja. Oh, krass, wir haben nicht so viele Besucher hier. Guck mal, ich habe die ganzen Fallen aufgestellt. Haha, hier ein Souvenir. Wow, danke. Du Affe. Okay, ja gut. Für den Flammenwurf hat sich's gelohnt. Und wenn wir jetzt noch einen geilen Encounter kriegen, dann umso mehr. Es gibt hier drin keine Mons? War das schon immer so? Oder bin ich gerade einfach... Unlucky. Okay, krass. Es gibt hier keine Monster. Na gut, dann hat sich das ja erledigt, nicht wahr? So, unser Encounter ist ein... Magneton. Du Diggi, ich mein, ein fucking Magneson nehme ich immer. Whoop, whoop, it's a sound of the police. Na gut. Ich denke... Kann ich einen Volt-Switch draufklöppeln? Ich glaube. Ich glaube, ich kann einen... Volt-Switch wird vierfach resistiert. Oh, macht trotzdem guten Schaden, ey. Okay. Ja, so ein Ding nehme ich immer. Ja, Überball. Let's go. Okay, Magnetilo. Es gibt zwei Optionen. Entweder du bleibst im Ball drin oder du stirbst, weil du irgendwann, weil dir irgendwann die AP ausgehen. Du kommst nicht an meinem Schneckli vorbei. Ich weiß, du ziemst dich noch ein bisschen. Du kannst dich noch nicht so ganz anfreunden, in meinem Team zu sein. Okay. Ich kann verstehen, dass du lieber bei Basti wärst. Er hat mehr Follower als ich. Aber du kommst in mein Team rein. Ich sag dir nur, wie es ist. Schwing dein dreieugiges Arschgesicht in meinen Ball. Du wirst dich schon ganz schnell damit anfreunden. Ne? Vielleicht bin ich aktuell noch ein bisschen abstoßend, aber das liegt nur daran, dass wir unterschiedliche Pole haben. Wait a minute. Den gleichen Pol haben. Komm jetzt ins Belly rein, Brudi. Du kannst schreien, so viel du willst. Du hast nicht mal physische Angriffe, du Trottel. Und wenn, dann lache ich dich aus, weil das macht gar keinen Sinn. Lass mich dich trainieren. Lass mir dir den Weg zeigen. Okay? Digga, du bist ein Haufen Metallschrott. Tu nicht so, als wärst du der heiße Preis. Bist du nämlich nicht. Komm, bevor ich jetzt meine Stimme komplett verliere. Okay, Magnetilo, wenn du kommst, dann verspreche ich dir eine heiße, kleine, negativ geladene Dame. How about that? Da kannst du deine Schrauben so oft reindrehen, wie du willst. Und so viel rumschreien, wie du willst.
Bitte mach einfach mal... Bleib einfach mal im Ball drin jetzt. Es ist immerhin ein Hyperball und du bist geschwächt. Ich wollte eigentlich nicht zu diesen Mitteln greifen, aber du zwingst mich dazu. Mirsch! Er checkt die Adidas-Slippers nicht. Er checkt die Adidas-Flipflops nicht. Vielleicht hat er es einfach noch nicht ganz verstanden. Du hast drei Augen, du siehst das hier, ne? Aha, ja, okay, okay. Gerade nochmal Glück gehabt, du. Ich sag dir, wie es ist. Wenn ich eine Mutter gewesen wäre, hätte es beim ersten Mal schon was gesetzt. So. Well. Das war großartig. Flammenwurf und ein ziemlich geiler Encounter. Oh, und das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Aber okay, wenigstens haben wir die Feurio-Höhle gemacht. Beim nächsten Mal treffen wir uns direkt beim See und dann geht's ab. Dann geht es in den nächsten Bosskampf. Peace und bis zum nächsten Mal.